nicht das erste Mal in meinem politischen Leben, dass ich mich zusammen mit anderen persönlich engagiere für Menschen und Organisationen, die vor allem Gewalt. Der Grund, warum Leute wie ich das tun, ist immer dasselbe. Es geht darum, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, die hinschaut, damit diejenigen, die die Macht haben, diejenigen, die ihnen ausgeliefert sind, nicht einfach, mit denen nicht einfach machen können, was sie wollen. Also eine Art unsichtbaren Schutzwall zu schaffen für die Betroffenen. Und in den meisten Fällen hat das auch funktioniert. Es hat sogar funktioniert. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass es in diesem Falle nicht ausreichend gelingt, eine breite Öffentlichkeit zu mobilisieren, Interesse und Engagement zu zeigen und dem Irak, der Regierung im Irak und der Regierung im Iran klar zu machen, dass die Welt hinschaut und dass sie nicht zulassen wird, dass hier eine Menschenrechtsverletzung im großen Stil geschieht. Wie gesagt, es gelingt nicht, dieses Engagement zu erzeugen. Eines ist offenkundig, die Ashrafis, die gezwungen wurden, nach Camp Liberty zu gehen, sind ein Störfaktor. Sie stören. Die Deutschen ein außenpolitischer Störfall. Warum stören sie? Sie stören erstmal die Regierung des Irak, die unter dem Einfluss der Mullahs in Teheran steht. Wenn es unseren amerikanischen Freunden darum gegangen wäre, die Machtverhältnisse im Mittleren Osten zugunsten des Ayatollah-Regimes in Iran zu verändern, hätten sie keinen besseren Weg wählen können als die Invasion im Irak und was sie daraus gemacht haben. Die Machthaber im Iran selber, die in Camp Ashraf den sichtbaren Ausdruck der Existenz einer starken und handlungsfähigen demokratischen Opposition sehen und fürchten. Und dann schließlich die wichtigen Staaten der Welt, die glauben möchten, dass sich in Irak eine stabile, leistungsfähige, funktionierende Demokratie entwickelt. Die glauben, möchten das glauben, ja? Da schaut man über vieles hinweg. Und diejenigen, besonders in Deutschland, die daran glauben, dass man mit den Mullahs in Teheran politische Geschäfte machen kann und deshalb sie nicht verärgern möchten. Das ist eine Denkweise, die insbesondere hier in Berlin weit, weit verbreitet ist, bis in höchste Regierungskreise. Nun, wenn Sie die Bundesregierung fragen, dann kriegen Sie stereotype Stellungnahmen, das ist egal, wo Sie fragen, dem Kanzleramt, Auswärtigen Amt, Bundestag, wo auch immer, Sie kriegen immer dieselbe Stellungnahme, die scheint aus derselben Feder zu stammen, verdächtig identisch mit dem, was der iranische Geheimdienst verbreitet, und da wird die Organisation denunziert. Und nicht anerkannt als das, was sie ist, die einzige demokratische Alternative im Iran, auf die wir überhaupt politisch setzen könnten.